Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Leuttrends und News. Schneid euch an, bringt euren Sitz in die Curry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Halt, Stopp! So einfach kannst du Karten für das krasseste LOL-Event Europas gewinnen. Vom 30.08. bis 1.09. finden in München die EMEA und LEC Finals statt. Wir haben 2 Tickets für die kompletten 3 Tage zu verschenken. Um teilzunehmen, musst du nur uns erstens abonniert haben und zweitens folgende Frage in den Kommentaren beantworten. Wo finden dieses Semester die Uniliga Offline Finals statt? Silas. Nach seinem Adjustment aka Todesnerf in Patch 14.15 gab es für ihn in Patch 14.16 direkt mal Buffs, mit denen er einen der größten Winrate-Zuwachse des Patches verbuchen konnte. Immerhin etwa 1% Winrate konnte er durchschnittlich verbuchen. Wenn man allerdings im Graphen ein kleines bisschen mehr zurück in die Vergangenheit geht, dann sieht man allerdings, dass er weiterhin immer noch Welten unter seinem Pre-Patch 14.15 Power-Niveau liegt. Ab zum Abfalleimer der Woche. Das ist Kog'Maw. Genervt wurde er nicht, allerdings hat Blade of the Rune King doch einen recht ordentlichen Nerf bekommen. Da das Item auf ihm wirklich das absolute Nonplusultra ist, hat er damit tatsächlich fast 1% Winrate verloren. Kog'Maw ist aber trotz dieser Changes weiterhin mit der beste Champion im gesamten Spiel. Zeit für den Nope der Woche und das ist hier wieder einmal LeBlanc. Leute, ich weiß es auch nicht, aber scheinbar hasst ihr da draußen diesen Champion. Ihre Banrate ist jetzt wieder einmal gestiegen und übertrifft mittlerweile in Diamond schon die 32% Marke. Es muss nun doch aber auch gesagt sein, dass ihre Winrate vor allem in den höheren Rängen mehr als ordentlich ist. Laut LOLalytics ist sie statistisch betrachtet der beste Midlaner. Kommen wir zum Broken Pick der Woche und das ist Jhin. Seine Pickrate und Bunrate haben sich in den letzten 2 Wochen nahezu verdoppelt und auch seine Winrate ist wirklich mehr als ordentlich. Nirgends hat er überhaupt unter 52% Winrate und in den höheren Rängen liegt er da noch einmal deutlich drüber. Fliegen wir zur Rune der Woche und das ist Electrocute. In Patch 14.13 wurde die Rune gebufft und nun zeichnet sich sehr eindeutig ab, dass dieser Buff auf jeden Fall gesessen hat. Electrocutes Winrate ging alleine in diesem Patch um absurde 0,5% nach oben und mittlerweile ist Electrocute damit einfach mal die drittbeste Rune im gesamten Spiel. Bei unserem Fail der Woche behandeln wir einmal die schlechteste Entschuldigung aller Zeiten. Agurin hatte diese Woche einem Spieler on Stream mehrfach gesagt, dass er sich umbringen solle und das nicht nur im Stream, sondern auch im Chat. Ich zeige euch den Clip jetzt nicht, da ich solchen Äußerungen keinerlei Platz auf diesem Kanal geben möchte. Noch blöder als diese abscheulichen Nachrichten war allerdings sein Entschuldigungstweet, der 2 Tage darauf kam. Nicht nur, dass der Tweet einfach keine vernünftige Entschuldigung war und an sich wirklich schon eine bodenlose Frechheit war, ist die wirkliche Bombe, dass der Tweet zumindest aus meiner Sicht zu großen Teilen von KI geschrieben war. Dass KI-Textdetektoren nicht besonders zuverlässig sind, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber niemand da draußen kann mir sagen, dass ein normaler Mensch Texte mit "Ich möchte adressieren, was in den letzten Tagen in einem meiner Streams passiert ist" schreibt. Das ist einfach nur eine richtig schlechte KI-Übersetzung von "I would like to address what happened in one of my streams in the last few days". Und danke fürs Durchlesen sagt oder schreibt auch kein Mensch. Auf Twitter sind die allermeisten Leute auch fest davon überzeugt, dass der Text KI-basiert ist. Wenn man schon derartig Mist baut, dann sollte man auf keinen Fall irgendeine KI dazu nutzen, eine 0815-Entschuldigung für sich schreiben zu lassen. Kommen wir zum Trick der Woche und dort zu einer super wichtigen Info für alle LeBlanc-Enjoyer unter euch. Auf LeBlanc maxt ihr immer den W und ich sehe immer wieder LeBlancs, die nicht wissen, dass der Ult-W im Midgame drastisch weniger Damage macht als der normale W. Der Mimic-W macht nur ab ca. Level 11-12 mehr Damage als der normale W. Bis dahin macht der normale W deutlich mehr Damage. Die meisten nutzen den normalen W aber dann trotzdem noch als Gap Closer und verlieren damit massiv an Damage. Nutzt also ca. vom Bereich Level 6 bis Level 11 den Ult-W zum Gap-Closen und den normalen W auf den Gegnern. Was macht eigentlich Riot? Riot hat mal nichts direkt in den Startlöchern, allerdings gibt es schlechte Nachrichten für alle da draußen, die sich auf das neue verbesserte Matchmaking gefreut hatten. Das ging nämlich leider in Patch 14.16 gar nicht auf die Live-Server, ja, obwohl es in den Patch-Notes stand. Diese Changes schaffen es leider erst in Patch 14.17 auf die Live-Server. Das war's damit auch schon für den Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr neu mit dem Kluftkurier durch die neuesten LoL-News und Trends geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.